einen wunderschönen guten Tag an diesem Donnerstag, meine Damen, meine Herren. Anlässlich des vorletzten Spieltages der dritten Liga begrüße ich Sie recht herzlich im Presseraum der MDCC Arena. Am Samstag reist der 1. FC Magdeburg zum VfR Aalen. 13.30 Uhr bereits Anstoß an diesem 37. Spieltag in der Scholz Arena. Den 1. FC Magdeburg werden über 2000 Fans begleiten. Das steht an dieser Stelle bereits fest. Also eine tatkräftige Unterstützung der Fans, worauf sich natürlich die Mannschaft sehr freut. An meiner Seite begrüße ich wie gewohnt Cheftrainer Jens Hertel und unseren Stürmer Julius Düker. Und ich würde unseren Trainer vielleicht erst einmal bitten, kurz einen Überblick wie gewohnt an dieser Stelle über den Kader zu geben. Wer konnte in dieser Woche dabei sein? Gibt es vielleicht sogar ein bisschen Entspannung im Lazarett, sage ich mal? Wie schaut es aus? Ja, also Entspannung können wir nicht unbedingt vermelden. Es gibt zwei neue Sachen, also Charles-Élie Laprobotte. Da gibt es halt den Krankheitsfall in der Familie, der ist jetzt erstmal freigestellt worden, der ist jetzt nach Frankreich gefahren, wird aller Voraussicht nach morgen wieder zurückerwartet werden. Also demzufolge nicht im Kader. Peter Kühlang hat das Training gestern abgebrochen, medizinische Abteilung. Prognose ist diese Woche kein Mannschaftstraining mehr. Das bedeutet, dass er also auch für den Kader für Aalen erstmal rausfällt. Trainer, Entschuldigung, wer? Peter Zwielam. Stand jetzt, also Florian Kahrt und Manuel Farona-Politis sind eingestiegen in dieser Woche. Aber wie gesagt, das ist halt ihre erste Trainingswoche nach einer längeren Zeit. Bei Flo Kahrt waren es, glaube ich, über 6 Wochen, die da draußen war. Manu war es ein bisschen kürzer. Da müssen wir mal noch abwarten, wie so die letzten Trainingseindrücke sind. Aber in der Regel ist es dann halt schwierig, dann direkt auch schon da zu sein. Ansonsten sind die anderen Jungs gut fokussiert in diese Trainingswoche gestartet und haben das bis jetzt sehr, sehr ordentlich gemacht. Ja, der Fokus liegt bereits auf die kommende Partie. Aalen gegen Magdeburg, das ist ein absolutes Topspiel nochmal, so kurz vor Saisonende. Welche Stärken sehen Sie denn bei den Aalenern? Also erstmal muss man Peter Vollmann und der Mannschaft natürlich ein großes Kompliment machen, wie sie mit der für den Verein, für die Spieler schwierigen Situationen umgegangen sind, ja, nach Bekanntwerden des der eingereichten Insolvenz, dann haben sie richtig stabil auch gepunktet. Sie hätten ja dann unterm Strich gestanden, wo der 9-Punkte-Abzug dann verkündet worden ist. Und so in allen Statistiken liegen sie gut, also was jetzt geschossene Tore, was Gegentore betrifft. Es wird eine richtig schwere Aufgabe für uns, aber am Ende sind alle Aufgaben schwer in dieser Liga und genauso sind in allen Möglichkeiten da, auch wenn wir wissen, natürlich können auch die Statistiken lesen, dass wir die letzten 5 Heimspiele gewonnen haben, nur ein Gegentor kassiert haben. Aber ja, zuletzt haben sie halt in Mainz auch verloren, wo sie natürlich nicht ganz so gut drauf waren. Das ist für sie jetzt ein besonderes Spiel. Ich glaube, so viele Zuschauer, wie sie jetzt erwarten oder wie sie schon im Vorverkauf abgesetzt haben, hatten sie noch nicht in dieser Saison. Also, sie werden alles tun, um diese Niederlage von Mainz zu revidieren und natürlich ihren Zuschauern oder den vielen Leuten, die dann kommen, natürlich diese Atmosphäre werden sie genießen und auch natürlich beim letzten Heimspiel in der Saison nochmal alles raushauen wollen. Aber für uns geht es natürlich auch um viel und dementsprechend fahren wir das da nicht dahin, um da Staffage zu sein, sondern natürlich um möglichst die Punkte mitzunehmen. Danke sehr. Julius, das erste Mal bei uns hier in der Pressekonferenz, freue ich mich sehr darüber. Wir hatten ja noch nicht die Chance, vielleicht mal über dich zu sprechen. Du hattest jetzt zahlreiche Einsätze diese Saison. Vielleicht kannst du mal erklären, wie du dich in Magdeburg diese Saison eingelebt hast nach deinem Zugang, ja, wie du halt mit dem Team auch agierst. Ja, also ich muss sagen, dass es am Anfang nicht so ganz einfach war, als ich hergekommen bin. Das erste Mal ein bisschen weiter weg von zu Hause. Das war für mich auch Neuland. Aber trotzdem, die Mannschaft hat mich gut aufgenommen. Und ich denke, ich bin jetzt auch immer besser in die Saison gestartet oder reingekommen. Und ja, für mich ist es natürlich ein großes Privileg, vor so einer Kulisse spielen zu dürfen. Und ich muss echt sagen, dass ich mich da sehr wohl fühle in Magdeburg. Die Mannschaft ist wirklich super drauf, die Fans sind top und ich fühle mich wohl auf jeden Fall. Der Trainer hat es ja bereits angedeutet, der kommende Gegner wird auch wieder Gutmachung aus sein nach dieser Niederlage in Mainz. Was geht es denn aus deiner Sicht da zu beachten? Ja, also das ist schon mal wichtig, auf uns zu gucken. Also die Grundtugenden müssen wir auch wieder an den Tag legen. Wir müssen wieder versuchen, kompakt dahinten zu stehen. Dass wir auch versucht haben, in dieser Trainingswoche anzugreifen. Es war so, dass wir gegen Frankfurt auch relativ viele Torchancen zugelassen haben, was eigentlich nicht unser Naturell ist, sage ich mal. Wir stehen hinten eigentlich immer sehr kompakt, lassen wenig zu. Und das sollte jetzt auch wieder das Ziel sein.
dass wir uns da nicht auskontern lassen oder die Angriffe halt besser verteidigen. Und dann gilt es auch nach vorne wieder kreativ zu sein, die letzten Pässe besser zu spielen, die Flanken auch besser zu bringen und die Box besser zu besetzen, dass wir da noch torgefährlicher werden. Und das gilt es auf jeden Fall zu beachten. Aber ja, Grundtugenden müssen wir natürlich auch an den Tag legen. Wir kommen eigentlich immer über die Mannschaftsleistung. Ja, kämpfen, kratzen, beißen, das wird auf jeden Fall das Ziel sein. Danke, Julius. Ja, dann kommen wir zu Ihren Fragen, liebe Pressevertreter. Michael Nowak. Frage an Trainer. Sie haben vorhin die Spieler genannt, die eventuell wackeln oder nicht spielen können. Felix Schiller sagte am Dienstag, dass es ihm nicht gut geht und das sehr schlecht aussehe für Samstag. Ist er soweit nach seiner Magen-Darm-Verstimmung? Er hat gestern die Einheit komplett trainiert. Wir wollten ihn eigentlich so bloß einen Teil machen lassen, weil wir schon an den Werten gesehen haben, dass er da vom Puls her immer schon noch ein bisschen höher schießt, als das bei den anderen der Fall war. Aber insgesamt in der Einheit, die gestern sicherlich auch nicht so lang und so intensiv war, aber kurz und knackig, hat er dann das komplette Programm absolviert. Müssen wir mal sehen, wie es ihm heute geht. Aber Stand gestern so hatte ich nicht das Gefühl, dass er krank ist. Also wie gesagt, wir haben es nur halt an den Werten gesehen, dass die ein bisschen höher waren als bei den anderen Jungs. Okay. Uli Behrens hat eine Frage. An Julius, was erwartest du als Stürmer von deinem Mittelfeld hinsichtlich deiner Sturmtaten beziehungsweise eventuell auch von der Hintermannschaft, die Spiele eröffnet sind? Was erwartest du als Stürmer? Naja, also erstmal muss ich dazu sagen, dass ich ja die letzten Spiele auch eher im Mittelfeld gespielt habe, beziehungsweise auf dieser Zehnerposition. Also würde ich mich auch teilweise mit zum Mittelfeld dazu zählen. Aber doch, natürlich ist es für uns immer nicht so ganz einfach gewesen, von hinten heraus zu spielen. Die Gegner haben es auch gut gemacht. Jetzt auch Aalen wird auch sehr kompakt stehen. Und das ist für uns nicht so ganz einfach. Ich denke, wir haben mehrere Optionen. Wir können es spielerisch lösen, aber wenn das nicht klappt, dann können wir auch ruhig mit langen Bällen operieren, auf die zweite Bälle gehen. Aber ich denke, so das Spielerische, das müssen wir jetzt gar nicht so sehr in den Fokus legen. Also auch von hinten raus oder vom Mittelfeld. Ich denke mal, wichtig wird sein, dass wir hinten nichts anbrennen lassen. Und wenn es halt anders nicht geht, dann müssen wir die Bälle wieder nach vorne schlagen, sage ich mal, gezielt nach vorne schlagen. Und gut, ich erwarte jetzt von meiner Defensive jetzt nicht so sehr, dass wir den Spielaufbau machen. Das gehört klar auch dazu. Aber wichtig ist, dass wir hinten zu Null stehen und dass wir allgemein als Mannschaft kompakt stehen. Und nach vorne wird immer was gehen, da bin ich mir sicher. Danke. Herr Nowak nochmal. Ja, eine Frage an Julius. Ist die Mannschaft froh, dass das nächste Spiel ein Auswärtsspiel ist? Weil ich weiß nicht, ob mein Eindruck mich täuscht, aber der ist so, dass ich finde, dass ihr auswärts wesentlich befreiter, unbekümmerter aufspielt irgendwie. Ich weiß es nicht. Wie siehst du das? Also ich kann jetzt für mich sprechen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir jetzt hier zu Hause verunsichert sind. Klar ist es für uns einfacher, wenn wir auswärts spielen und viele Fans dabei sind. Das macht es nochmal einfacher. Und die uns wirklich tatkräftig unterstützen. Das macht schon viel aus. Aber ich denke nicht, dass wir auswärts befreiter ausspielen als hier zu Hause. Also ich glaube auch gerade für den Gegner ist es echt sehr, sehr schwer hier im Stadion Fuß zu fassen. Und deswegen kann ich das jetzt nicht so ganz unterstreichen. Hat der Julius schon ein bisschen über die letzten Monate gesprochen. Wie sehen Sie denn deine Entwicklung vom Sommer bis heute? Die können wir schon natürlich sehr positiv sehen. Es war, er hat es ja schon gesagt, kein ganz so einfacher Start. Es war ein bisschen schwierig für ihn, Spielzeit zu bekommen. Das ist dann immer nicht ganz so einfach für einen jungen Spieler, der mit hohen Erwartungen hier nach Magdeburg kommt und dann erstmal auf der Tribüne oder auf der Bank sitzt. Aber er hat sich sukzessive gesteigert und hat sich halt auch nicht von der Situation, wie soll ich sagen, runterdrücken lassen, sondern hat auf seine Chance dann gewartet. Hat, sicherlich gab es auch mal Phasen, wo er nicht so stabil trainiert hat, aber am Ende des Tages hat er es geschafft, sich dann rauszukrabbeln. Und wo er gefragt war nach der roten Karte von Christian Beck gegen Groß Asbach, ist er da schon reingekommen, hat das Tor vorbereitet und dann hat er halt auch in den Spielen gegen Halle und gegen Frankfurt das gut gemacht, auch das wichtige Tor in Frankfurt gemacht und dann hat sich Florian Kahrt vorgesetzt, dann haben wir mit zwei Spitzen gespielt, auch die Saison dann
die Hinserie dann eben sehr erfolgreich dann auch zu Ende gespielt. Klar, dann kam die Rückrunde, dann wurden die Karten nochmal neu gemischt, dann ist es auch mal wieder manchmal nicht so ganz gut gepasst, aber das ist ja auch normal in der Entwicklung von einem jüngeren Spieler, dass dann nicht immer alles so ganz geradlinig geht, sondern das ist dann halt auch mal ein Wellental. Wichtig ist dann für die Jungs, dass sie den Kopf nicht in den Sand stecken, an ihre Stärken glauben, dranbleiben und natürlich auch hier und da Hinweise aufnehmen, was zu verbessern ist. Und ich denke, da hat er einen großen Schritt gemacht jetzt auch bei uns, von den Dingen, die wir natürlich von ihm auch erstmal abfordern, dass er da, schon mal die Aussagen hier deuten ja schon darauf hin, dass er da vieles verstanden hat. Uli Behrens nochmal. An Julius nochmal. Wo siehst du denn spielerisch noch Steigerungsmöglichkeiten? Denn der Trainer hat ja schon angedeutet, dass du dort ganz gut schon vorangekommen bist. Und du hattest ja auch selber angedeutet, dass es nicht so einfach ist, praktisch von zu Hause ein neues Umfeld und so weiter. Wo siehst du jetzt spielerisch noch Steigerungsmöglichkeiten? Ich denke, dass die letzten Spiele gezeigt haben, dass wir spielerisch auf jeden Fall auch mithalten können in dieser Liga. Wir haben uns auch teilweise gut durchkombiniert, aber der letzte Pass hat dann halt teilweise nicht gepasst oder gefehlt. Die Flanken kamen nicht relativ präzise, aber ich würde schon sagen, dass wir spielerisch schon mithalten können und da schon Kreativität auf den Platz bringen können. Was aber auch vielleicht nicht immer so vom Vorteil ist, muss man halt abwägen. Man darf auch nicht zu viel spielerisch lösen wollen, weil sonst kann es sein, dass wir doofe Ballverluste haben und die Kontern dann natürlich auch schwer zu verteidigen sind und ein großer Kraftaufwand dann halt ist, alle wieder hinterm Ball zu kommen. Also da, denke ich, machst du die richtige Mischung vom Spielerischen, aber auch mal vom, ich sag mal, unschönen Fußball. Aber das gehört dazu und wir wollen nicht unbedingt immer schön spielen, sondern wir wollen erfolgreich spielen und ja, das ist das Wichtigste. Gibt es weitere Fragen? Gut, dann ziehen wir an dieser Stelle den Schlussstrich. Vielen Dank für Ihr Kommen und unserer Mannschaft viel Erfolg am Samstag in Aalen. Danke sehr. Tschüss.